Hallo Daniel, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir führen uns bei uns bei Paxman Consulting so eine Reihe durch. Ich interviewe Geschäftsführer, Vorstände, Professoren, alles rund um das Thema KI. Deswegen bin ich echt froh, dass du als Experte Geschäftsführer dabei bist und bin schon gespannt, viel von dir zu lernen im Bereich KI, wie man das im produzierenden Gewerbe einsetzt. Ich würde vorschlagen, stell dich doch mal ganz kurz vor und dann frage ich dich aus zu verschiedenen Themen. Was denkt der Maschinenbau? Was denkt das produzierende Gewerbe? Wie funktioniert KI? Was sind die Sorgen? Und all diese Themen werden wir gleich besprechen. Aber ich würde vorschlagen, zwei, drei Sätze zu dir als Person. Ja, hallo, lieber Philipp, danke, dass ich da sein darf und kurz über meine Erfahrungen aus der Praxis im Bereich KI und Fertigung zu berichten. Ich selber bin in einer Doppelrolle. Zum einen bin ich in der Geschäftsleitung einer mittelständischen Druckerei, ungefähr 600 Mitarbeiter an zwei produzierenden Standorten. Dort bin ich zuständig für das Thema IT, das heißt, die gesamte IT untersteht mir und das Thema Finanzen. Das sind dort meine Hauptaugenfelder und da sind wir seit ungefähr 4 Jahren jetzt auf der Reise Digitalisierung und seit ungefähr 1,5 bis 2 Jahren im Bereich KI tätig. Andererseits bin ich auch Mitgründer von Just Experts. Da haben wir vor 4 Jahren angefangen, Unternehmen in allumfassend zu beraten, vor allen Dingen den produzierenden Mittelstand im Bereich Digitalisierung und KI. Super. Wollen wir vielleicht anfangen, in deinem Spezialgebiet, den produzierenden Gewerbe, ganz high level auf Deutschland geblickt? Wie geht's der Industrie? Was sind gerade die Themen? Was sind die Trends? Wie sind die Gespräche mit den Geschäftsführern und Partnern und Kollegen, die du führst? Es gibt relativ viele Herausforderungen in Deutschland, die wir gerade feststellen. Also wir als Apple und auch in den Gesprächen beziehungsweise bei den anderen Kunden, die auch vornehmlich produzierender Mittelstand sind. Es geht vor allem darum, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass es sehr, sehr schwierig ist, neue Menschen halt eben vor allen Dingen auch im Produktionsumfeld zu attrahieren, die dann anzulernen. Wir haben die extreme Steigerung im Energiesektor, mit dem wir zu kämpfen haben. Und der dritte Punkt ist halt die Regulatorik, dass das ganze Thema um ESG und das Erfüllen der Berichtspflichten macht doch sehr viel Kopfschmerzen, weil wir gleichzeitig es auch halt eben mit einem wirtschaftlichen Abschwung zu tun haben. Das höre ich halt eben auch bei allen anderen, dass die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, ne, wie denn noch in den letzten Jahren. Das merken wir auch in den Gesprächen mit unseren Kunden. Die Energiepreise, die gestiegen sind, auch die Rohstoffpreise, das macht natürlich schwer in der Planung und in der Fertigung. Da geht es auch um dynamische Strompreise. Wie geht es mit dem Energiebedarf um? Und das Thema Fachkräftemangel ist natürlich immer noch ein Thema, weil die Unternehmen diese Leute einfach nicht finden. Oder auch zum Beispiel, was ich auch gehört habe, viele Leute aus den jüngeren Generationen auch gewisse Tätigkeiten auch gar nicht mehr ausführen wollen. Und einige hoffen jetzt auf das Trendthema künstliche Intelligenz, wie man damit Produktivitätssteigerungen mitnehmen kann, auch für den produzierenden Mittelstand in Deutschland. Was ist denn deine Meinung oder die Meinung deiner Marktbegleiter zu dem Thema künstliche Intelligenz im produzierenden Mittelstand? Was sind so die Themen, die du mitnimmst aus Gesprächen mit deinen Vorständen, Partnern, Kunden? Ja, bei uns bei Apple, wir haben schon jeher die Philosophie gehabt, dass wir alle Produktionsmitarbeiter in dem Fall Microsoft 365 angeschlossen haben. Das heißt also, jeder Mitarbeiter hat einen eigenen Login. Das sehe ich, dass das aktuell aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen für andere Unternehmen ist. Das heißt, dort sind die Mitarbeiter selber zum Teil halt eben nicht an die IT-Systeme des Unternehmens angebunden. Das macht es dann natürlich schwierig, da auch eine Nutzung von, sag ich mal, KI halt eben durchzusetzen. Also wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, dem gesamten Unternehmen ChatGPT zur Verfügung zu stellen, in einer eigenen, in Anführungszeichen, Instanz, um auch den produzierenden
um auch den Mitarbeitern in der Produktion halt die Möglichkeit zu geben, an diesem Trend in Schrägstrich, an dieser Entwicklung halt eben teilzuhaben. Was sind deine Erfahrungen bei der Einführung davon? Wie war das erste Feedback? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Also das Feedback ist relativ ernüchternd gewesen im letzten Jahr. Wir waren also das Team, was das dann umgesetzt hat. Wir haben es in dem Fall mit einer Power-App umgesetzt, war sehr gehypt und hat gesagt, alles klar, eigentlich muss das ganze Unternehmen ja auf das Thema ChatGPT einfach nur so aufspringen, so wie wir auch. Dem war nicht so. Also wir haben festgestellt, dass wir trotz Rollout die Nutzung, also wir haben die Nutzung, die monitoren wir. Das heißt, die Nutzung ist halt eben relativ schleppend erst nach oben gegangen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir im Herbst letzten Jahres unsere, sage ich jetzt mal, KI-Strategie komplett noch einmal angepasst haben. Viele Kunden denken jetzt, das generative KI-Thema ist nur Chatten und nur ChatGPT, aber dabei ist ja KI viel, viel mehr. Es gibt ja auch traditionelle KI wie Bilderkennung am Produktionsband. Vielleicht lasst uns doch mal so durch die Wertschöpfungskette eines typischen produzierenden Gewerbe gehen und dann überlegen, wo du Potenziale siehst. Also entlang so einen Businesses des typischen Mittelständers im produzierenden Gewerbe. Wo siehst du denn das Potenzial bei Einsatz von KI-Technologien? Also abgesehen jetzt von generativer KI setzen wir für die Auftragsoptimierung, also für die Reihenfolge, setzen wir KI ein, um halt eben die Aufträge in der Produktion vernünftig auszutakten und das halt eben zu tun. Das ist also Auftragsanlage, Schrägstrich, Eingebung in die Systeme ist für uns auch ein Thema. Das heißt also, wenn der Auftrag vom Kunden kommt und der nicht über eine Standardschnittstelle geführt wird, fangen wir an oder lesen wir den Auftrag halt eben automatisiert ein. Das ist quasi eine erweiterte OCR-Erkennung. Das machen wir, wenn es dann weitergeht in die Produktionsplanung. Dann hilft uns KI, die richtige Maschinenbelegung zu finden. Und dann im Produktionsbetrieb selber haben wir unsere Handbücher, Maschinenhandbücher, Reparaturhandbücher so digitalisiert. In dem Fall ist es dann wieder generative KI, die uns halt den Mitarbeitenden halt eben hilft, Reparaturen eigenständig durchzuführen, respektive schneller halt eben einzuschätzen, wie lang zum Beispiel in die Produktion steht, wenn halt eben ein Bauteil ausfällt. Ja, das hört sich spannend an. Kannst du vielleicht darauf eingehen? Also das Thema Wissensmanagement, Betriebshandbücher, Montageanleitungen oder Handbücher für Instandhaltung. Da sind ja zig Produktionsteile, zig Produktionsprozesse, zig Fehlercodes. Wie kann man da das Thema verbessern? Also das Wissensmanagement, Betriebshandbüchern mit generativen KI und Unternehmensdaten. Genau das ist die Intention gewesen, beziehungsweise wir haben eine eigene App gebaut, auch mit Power Apps in dem Fall, für die Produktionsmitarbeiter, für die Zusammenarbeit zwischen Maschinenführer und der Instandhaltung, sodass halt eben Fehler, wenn sie halt eben auftreten, aufgenommen werden können. Da sind wir jetzt dran am Arbeiten, dass halt eben auch die Bilderkennung des Fehlers halt eben funktioniert und dann abgeglichen wird mit den Fehlern A der Vergangenheit und wie diese behoben wurden und mit den Betriebshandbüchern für jede einzelne Maschine, die aktuell oder die halt eben in PDF-Form vorliegen, die können jetzt halt eben ausgelesen werden und so kann man halt eben relativ schnell dann Anleitungen dann auch entsprechend generieren. Übrigens da ein ganz wesentlicher Punkt, die produzierenden Mitarbeiter werden immer internationaler. Immer internationaler heißt, dass natürlich die PDFs meistens, wenn in Deutsch oder Englisch vorliegen, aber halt eben nicht in der jeweiligen Muttersprache des Mitarbeiters, was bei komplexen Fragestellungen natürlich genial ist, weil die generative KI nicht nur die richtige Stelle findet im Handbuch, sondern auch den Text halt eben übersetzen kann, zum Beispiel. Und was wir da sehr stark feststellen,
Wir haben mit unserem, mit, sag ich mal, mit dem neuen Approach, den wir haben, sind wir geräteübergreifend mit unseren Applikationen unterwegs. Und wir forcieren gerade das Thema Text-to-Speech. Das heißt, dass das, was gefunden wird, eher in einer Konversation stattfindet, sodass der Mitarbeiter, der in der Produktion halt eben unterwegs ist, sich die Anleitung halt eben unter Umständen auch vorlesen lassen kann, respektive halt eben die KI ihm dann Schritt für Schritt durch einen Reparaturprozess halt eben führt. Das ist natürlich ganz spannend, weil du hast jetzt ganz viele Dinge genannt, die zusammenhängen, ne? Also Ja. das eine ist ja erstmal, dass ich zum Beispiel 100, 200 Mitarbeiter habe in diesem Bereich und du hast so viele verschiedene Bauteile, so viele verschiedene Produkte. Dann ist ja die erste Frage, gibt es überhaupt diese Dokumente und die Betriebsanleitungen und Instandhaltungsanleitungen und Fehlercodes? Also das war das eine, ne? Der Digitalisierungsgrad des Wissensmanagements und gibt es die Anleitung überhaupt? Das andere, was du genannt hast, fand ich auch sehr spannend, ist, dass es sehr oft ist, dass die mittelständischen produzierenden Gewerbe in Deutschland auch internationalisiert sind und deswegen dann auch produziert wird in anderen Standorten. Also da passt ja generative KI perfekt, dass es übersetzt wird in mehreren Sprachen. Und was auch ganz, ganz toll ist, was ich merke in den Gesprächen, ist gar nicht so klar, dass diese Suche jetzt keine klassische Suche ist, sondern eben so eine Vektorsuche. Das bedeutet, du kannst jetzt sagen, im Golf GTI, wie geht denn die Sitzheizung an? Kannst du ja auch zum Beispiel schreiben oder sagen, in meinem Auto, wie mache ich den Stuhl warm? Und die generative KI versteht das dann trotzdem. Und dasselbe kannst du natürlich auch in verschiedenen Sprachen auf Ton oder per Text. Und das ist eigentlich sehr, sehr hilfreich. Weil das die Analogie, die ich immer nutze, ist, wie schaffst du es, dass 100 Kollegen das Wissen haben vom Produktionschef über alle Prozesse, alle Bauteile, alle Wartungen etc. Und Und das halt eben auch noch ganz wichtig, ne, in Gruppen auch sich organisieren können. Also für uns war da halt eben ganz wichtig, dass die Sachen auch gemeinsam diskutiert werden können, in Anführungszeichen mit der KI. Also dass wir sehen diese ganzen Maßnahmen als, sag ich mal, den nächsten Schritt im digitalen Reifegrad, der auch vor allen Dingen unserer produzierenden Mitarbeiter, um denen halt eben in Anführungszeichen das Leben halt eben auch einfacher zu machen. da hatte ich ja schon einige gute Gespräche mit dir, weil du es gerade angesprochen hast, digitaler Reifegrad. Wie siehst du denn so den digitalen Reifegrad, den Digitalisierungsgrad oder den KI-Reifegrad im produzierenden Gewerbe? Weil du brauchst ja eine gewisse Reife bezüglich Digitalisierung, um auch die neuen KI-Technologien anzuwenden. Also in kurz, wie würdest du den Digitalisierungsgrad denn bewerten im produzierenden Mittelstand in Deutschland? Sehr unterschiedlich. Es sind viele Herausforderungen. Also die typische Herausforderung auch bei uns war natürlich, als wir vor 4 Jahren damit angefangen haben, dass wir zum Teil halt eben kein WLAN in der Produktion hatten, also kein ausreichendes. Das ist natürlich, wenn ich mobile Anwendungen fördern möchte, und es macht halt eben auch nur Sinn, wenn ich es mobil habe, muss ich erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen. Dann müssen alle Mitarbeiter einen Account machen. Das ist in Deutschland, würde ich sagen, aktuell der größte Showstopper, weil Unternehmen im Moment es noch nicht sehen, dass auch Produktionsmitarbeiter angeschlossen werden an ein System, also sondern nur einzelne Arbeitsplätze an den Maschinen angeschlossen werden. Das ist aus meiner Sicht grundfalsch, weil wenn ich nur einzelne Maschinen anschließe, kann ich nachher die volle Kraft halt eben nicht ausnutzen, weil die Menschen wollen ja generative KI oder insgesamt alle Applikationen mehr und mehr halt eben nur mobil nutzen. Also das heißt, ich bin es gewohnt, auf mein Handy zu gehen und dort etwas reinzusprechen, beziehungsweise was zu tippen, also im Chat zu funktionieren, ne, wohingegen diejenigen in der Produktion ja nie vor einem Desktop-Rechner / Laptop gesessen haben, um dort halt eben Dinge zu tun. Das heißt, ich muss sozusagen die Menschen da abholen, wo sie stehen. Jeder kann heute eine Weltreise, sage ich immer, mit dem Handy buchen.
Und dann, wenn es quasi um Produktionssteuerungsdinge geht, dann habe ich halt Screens noch aus den 90ern. SAP lässt grüßen. Das kann es natürlich nicht sein, sondern ich brauche moderne Applikationen, die mobil laufen, wo die Leute mit ihren dann doch auch etwas größeren Fingern zum Teil wirklich interagieren können. Und da sehen wir, da haben wir auch die größte Herausforderung gehabt in der Akzeptanz der, sag ich mal, digitalen Tools für die Produktion, weil unsere Produktionsmitarbeiter, und das würde ich auch, also ich würde das auch generalisieren, ich höre das auch von anderen, weil natürlich Produktionsmitarbeiter nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer Arbeit zu artikulieren, wie denn eine Software oder ein Software-Interface auszusehen hat, was ihnen denn gefällt. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Also die Apps in der Produktion zu etablieren, hat 3 oder 4 Iterationsstufen gedauert, um das halt eben dann zu machen. Und vor dieser Herausforderung stehen eigentlich alle Unternehmen. Und der erste Schritt ist, wie gesagt, die Leute anzuschließen an das System und dann halt eben sehr viel halt eben zu kommunizieren mit den Menschen in der Produktion. Das ist ein interessantes Thema, was du gerade ansprichst. Deswegen wollte ich ganz kurz nochmal da rein, dass du es auch nutzbar machst, dass für die Mitarbeiter, damit sie es auch nutzen wollen. Ist nicht eine Idee zu sagen, was für Applikationen nutzen diese Mitarbeiter auch privat, zum Beispiel WhatsApp, und dann so ähnliche User Interfaces und ähnliche User Experiences bauen, die sie schon kennen aus dem privaten Leben und das dann adaptieren auf den Produktionsmitarbeiter, damit er produktiver ist und schneller den Fehlercode zum Beispiel findet. Absolut. Also es gibt ja diese Regel, ne, make it 10 times better. Ich glaube, 5 mal reicht, ja, wobei man das schaffen kann. Und das ist so eine Maßgabe, es muss viel besser sein, als mit dem Zettel und mit dem Stift rumzugehen und Sachen aufzuschreiben und weiterzugeben. Und das ist es nur, wenn es halt eben zum Beispiel auch schnell responsive ist. Das war unsere Erfahrung aus den Verwaltungsmitarbeitern, die wir gemacht haben, auch nicht nur bei Apple, sondern auch bei anderen Kunden, dass ein ganz entscheidender Faktor das in Anführungszeichen Interface ist, ne, ob mobil, ob als Browser, es muss sehr schnell sein. Wenn man sich jetzt anguckt, dass die Absprungrate im E-Commerce bei einer Verzögerung von 200 Millisekunden, wir reden von 200 Millisekunden, bei 30% liegt. Das heißt also, wenn eine Seite, eine E-Commerce-Seite nicht responsive ist, habe ich halt eben sehr hohe Absprungraten. Wenn man sich das jetzt vor Augen führt, und das jetzt überträgt auf das Thema KI und auch Interfaces, dann muss das Interface und muss halt eben für die bestimmten Applikationen brauche ich halt eben schnell reagierende Modelle und sehr flexible Interfaces, damit die Leute halt eben Spaß daran haben, das Ganze auch entsprechend zu nutzen. Und das war so unsere Intention, die wir dann im letzten Jahr halt eben angefangen haben, weil wir sagen, da müssen wir halt eben ansetzen. Ja, es sind letztendlich ganz viele Aspekte und die kommen auf den Use Case dann an. Und bei uns, wir haben so eine Matrix, wie simpel oder wie komplex ist ein gewisser Anwendungsfall und dann einfach eine Individuallösung zu entwickeln. Weil du sagst, einmal ist es natürlich Geschwindigkeit, andere Themen sind Datenschutz, Datensicherheit. Dann ist die Kosten auch noch die Frage, ne? Rechnet sich überhaupt der Business Case? Und dann muss man diese komplizierte Matrix sehr individuell auf den Use Case dann ausrichten, damit die User Interface, die User Experience für den Mitarbeiter, der es dann auch nutzt, so gut ist, dass er es überhaupt nutzt, weil sonst liegt die KI ja auch nur in der Schublade und wird dann nicht genutzt. Dann ist Thema Geschwindigkeit, ne? Du ist es so ein bisschen aus deinen täglichen Tools, aus Google, aus Mail und Co. gewohnt, dass das einfach sofort kommt. Das Thema Qualität der Antworten, ne? Das ist auch so ein Thema, wenn das jedes 7. Mal eine falsche Antwort liefert, das ist natürlich auch irgendwann enttäuscht. Dann muss man alle Komponenten sozusagen schneiden, dass es auf den Use Case passt. Und ein Thema, was eigentlich in jedem Gespräch ist, ist Thema Datenschutz und Datensicherheit. Wie denkst du darüber nach und wie kannst du das sicher darstellen für den produzierenden Mittelstand? Also wir sind große Fans davon, die Azure-Plattform zu benutzen. Das heißt, wir nutzen eigentlich, nein, wir nutzen in der Regel, nein, wir nutzen primär die Azure-Plattform.
wir sagen uns jetzt, also auch bei unseren Kunden, meine Daten liegen eh bei Microsoft. Also Stichwort, ich habe also nicht alle meine Daten, aber ich habe die entweder in der Azure-Plattform liegen oder ich habe sie halt eben auf dem SharePoint liegen, dann liegen sie sowieso bei Microsoft. Und Microsoft gibt da ja auch die Garantie, dass wenn ich die OpenAI Azure-Schnittstelle benutze, dass ich dann halt dass meine Daten halt eben nicht zum Nachtrainieren beziehungsweise für das Model halt eben genutzt werden. Das heißt, das ist das, was wir machen. Man kann natürlich noch einen Schritt weitergehen. Dann sage ich, habe hochsensible Daten, die ich auch mit Microsoft nicht teilen möchte. Dann gibt es halt eben noch die Möglichkeit, lokal Modelle halt eben zu betreiben, wobei wir dann auch immer sagen, wir arbeiten da auch mit Partnern zusammen, die halt eben den Grundsetup, dass man so ein Modell betreiben kann, dann für einen übernehmen. Weil das ist schon einigermaßen in Anführungszeichen tricky, dass die Modelle dann so laufen, dass sie wirklich wie eigene Modelle halt eben zu behandeln sind. Ja, ich glaube, genau das Thema wird auch unterschätzt, weil viele Entwickler arbeiten, ich sage mal, in Proof of Concepts, die noch nicht produktiv laufen. Und damit es produktiv läuft, gehört da viel konzeptionelle Arbeit rein bezüglich Datensicherheit, Datenschutz, Kosten und Co. Und deswegen ist es dann halt auch wirklich einfacher, die Hyperscaler und Azure zu nutzen, weil die Infrastruktur ist ja dann schon da. Das heißt, wenn man das mit sensiblen Daten und lokalen Modellen machen will, dann ist das schon möglich, aber ein Ticken schwerer. Und ich glaube, das muss man sich dann wirklich in der Betrachtung überlegen, lohnt es sich für ein gewisses Datenset, ja oder nein? Oder mit welchen Use Case starte ich denn? Passend dazu, ganz viele diskutieren aktuell das Thema KI-Richtlinien. Das heißt, die fragen mich, dich sicherlich auch, wie kann ich denn KI-Richtlinien unternehmensweit aufsetzen, damit meine Mitarbeiter das Richtige tun, nichts Falsches tun. Gibt es da bereits Konzepte oder Ideen für speziell den Bereich produzierendes Gewerbe? Ja, also wir haben uns Richtlinien gegeben für den Einsatz von KI. Das machen auch die meisten Unternehmen heute. Die sind meistens dann abgeleitet aus den öffentlichen Richtlinien. Es geht vielfach darum, dass keine unternehmenskritischen Daten, wie gesagt, das Unternehmen verlassen. Ich habe ja vorhin gesagt, die meisten Daten liegen, also bei uns ist es zumindest so sowieso on Azure. Das heißt, darüber gewährleisten wir das dann. Und in der Produktion haben wir sowieso andere, also haben wir wesentlich geringere Sicherheitsstufen. Das heißt, die können im Anführungszeichen auf keine unternehmenskritischen Daten per se zugreifen, also aufgrund sozusagen der gewählten Sicherheits- und Freigabestrategie. Das heißt, wir sind ein ganz großer Fan davon, wenig zu restriktieren, ne, und dafür im Hintergrund halt eben die Berechtigungsstrukturen so zu schaffen, dass halt eben keine kritischen Informationen sozusagen rausgegeben werden. Also Stichwort ist, dass man zum Beispiel eine RAG-Strecke damit ausstattet, dass die spezifischen Berechtigungen für Datenbanken, für einzelne Dokumente halt eben direkt mitgegeben werden, quasi in den Vektor eingebettet werden, um dann zu gewährleisten, dass wenn jemand was fragt, das halt eben zu tun. Also das ist eher technisch und ansonsten versuchen wir viel über Aufklärung zu machen, also Use Case spezifisch dann zu gucken. Also das hat vor allen Dingen auch in den kritischen Abteilungen wie Personal sind wir da sehr stark unterwegs, um halt eben da eine Awareness zu schaffen. In den kritischen Abteilungen wie Produktentwicklung, ne, muss man Awareness schaffen. Also das sind so die Dinge, die wir tun durch Aufklärung. Du hast RAG-Strecken angesprochen. Das ist natürlich echt ein spannender Use Case für ChatGPT und generative KI, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen so, das allgemeine ChatGPT zu fragen, wenn in der Mauer gefallen ist, ist zwar historisch relevant, aber noch nicht in meinem Unternehmenskontext und Business. Jetzt wird es natürlich interessanter, wenn ChatGPT oder individual entwickelte Lösungen auch meine Unternehmensdaten kennen und das beantworten können. Und da höre ich immer, eine Frage ist,
warum sollte ich als Unternehmen denn meine Individual-KI-ChatGPT-Lösung entwickeln oder nutze ich einfach nur Microsoft Copilot? Also Individuallösung von KI-REC-Streckenlösungen oder Microsoft Copilot. Was ist denn deine Meinung dazu? Also wir haben Copilot auch im Einsatz. Also wir gucken uns das sehr intensiv an, gucken uns die Entwicklung an. Für mich ist Copilot aktuell ein Tool, was die individuelle Leistungsfähigkeit erhöht. Jetzt haben wir aber das Thema, dass die individuelle Leistungsfähigkeit, also der Einzelne kann halt eben mehr leisten, wird in Anführungszeichen produktiver. Damit habe ich aber den Prozess noch nicht verändert. Das heißt, ich arbeite im Grunde genommen mit Word, mit PowerPoint, mit Mail, ja, und verbessere sozusagen die Performance des einzelnen Mitarbeiters. Das ist unter einem Unternehmenskontext aber nicht sinnvoll. Also natürlich ist es sinnvoll, dass der Einzelne produktiver wird, natürlich, aber also es ist insofern ist das Invest nicht sinnvoll. Sinnvoll ist, dass man kollaborativ arbeitet. Das heißt, dass man mit Hilfe von KI und Chatbots die Performance einzelner Abteilungen nach oben hebt, indem man die Zusammenarbeit verstärkt und verändert. Das heißt, der Copilot greift ja immer nur auf die individuellen Dateien halt eben zu, guckt sich an, wie ist das Arbeitsverhalten des Einzelnen. Das Arbeitsverhalten des Einzelnen ist aber bestimmt durch die Rollen, die er halt eben einnimmt. Das heißt, ich bin jetzt Geschäftsführer von Just Experts. In der Rolle machen wir jetzt ein Interview, dass die KI oder der Copilot ist aber irritiert, wenn dieses Meeting jetzt zu Ende ist, ich quasi als Geschäftsleitung IT von Apple halt eben agiere. Das sind jetzt natürlich zwei Extrembeispiele, aber genau das habe ich ja in jedem Unternehmen, dass der Einzelne ganz viele verschiedene Rollen hat. Und die lernt Copilot jetzt auswendig, aber meine Rollen ändern sich ja halt eben. Das heißt, wir sind ganz große Befürworter dafür, dass man zum Beispiel, wenn man einen SharePoint anschließt oder wenn man halt, dass man der KI wesentlich mehr Kontext gibt, aus welchem Kontext heraus wird denn diese Frage halt eben entsprechend getriggert. Und so wie ich Microsoft kennengelernt habe, wird es dann diese speziellen Individuallösungen auf Rollenebene wird Microsoft nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, was wir machen ist, wir entwickeln Verknüpfungen der verschiedenen Lösungen auf unserer AI Operations Plattform, so wie wir die nennen, und bauen das Ganze aber auf API Keys auf. Das heißt, wir werden dann von diesem Operating System, was halt eben ausgestattet ist mit diesen kollaborativen Elementen, also was halt eben die ganze Information miteinander verknüpft und den Kontext gibt, sind wir in der Lage, das entweder an normales Frontend auszugeben oder halt eben in Copilot einzuspeisen. Das heißt, wir würden natürlich die Copilot-Integration nutzen, ne, in dem Fall wahrscheinlich die Umsonst-Integration, und würden die Informationen, die jeder halt eben benötigt, unter Umständen über das Interface halt eben ausspielen. Und es macht aus unserer Sicht absolut Sinn für jedes Unternehmen, ne, was sich mit dieser Technologie und mit seinen Prozessen intensiver auseinandersetzen will, also keine eigene Lösung in dem Sinne zu machen, sondern sich ein Toolstack zu nehmen, auf dem ich dann die verschiedensten Anwendungen laufen lassen kann, wo ich die POCs in Production kriege. Ja, weil mein Problem ist heute, ne, die Programmierer bauen irgendwas, ne, mit einem Frontend, mit dem Frontend, mit das, mit das, mit das, und die Unternehmen kriegen es nicht zusammen. Und dadurch, ne, bekomme ich halt eben nicht dieses unternehmensweite Kollaborative, was ich eigentlich brauche, um den Gesamtprozess zu verbessern und nicht nur den individuellen Arbeitseinsatz zu verschnellern. Ich merke auch, dass in den Gesprächen fehlt noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, weil meiner Meinung nach ist es keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern eine, welche Use Cases will ich denn Umsetzung Entscheidung, und vielleicht ist es dann beides. Also du hast von dem KI-Technologie-Baukasten gesprochen, und dann habe ich als eine Komponente
Microsoft Copilot. Der kann mir dann, wenn ich 2 Wochen im Urlaub war, zusammenfassen, was im Urlaub passiert ist. Aber dann mache ich vielleicht doch irgendeine Predictive Maintenance Use Case oder eine sehr komplizierte Rack-Strecke für Produktionsunterlagen oder doch andere KI-basierte Use Cases, wo du spezielle Datenstrecken brauchst, wo du spezielle Richtlinien brauchst, Security-Richtlinien, Datenschutzrichtlinien oder der Use Case einfach zu komplex ist für Copilot. Deswegen denke ich mir, es ist eher eine Betrachtung, welchen Use Case will ich umsetzen, welcher Business Case ist drauf und wie komplex ist dann die Lösung. Und wenn es Copilot ist, dann brauchst du ja keine Individuallösung entwickeln, aber es gibt dann doch Anwendungsfälle, wo Copilot halt nicht ausreicht und dann müssen wir wahrscheinlich eigene Technologie entwickeln dafür. Ja, also absolut. Also überall da, wo es an die Prozesse rangeht, wird man an den Punkt kommen, dass man halt eben doch individueller unterwegs sein muss. Ja, auch um sich halt eben vom Wettbewerb zu unterscheiden. Also es wird nachher entscheidend sein, wie gut ich meine Prozesse halt eben dann durchdigitalisieren kann. Ein typisches Beispiel ist ja, wenn man sich Low-Code-No-Code-Lösungen anguckt, dann ist die Power-Plattform von Microsoft hervorragend für kleinere Use-Cases geeignet und macht halt eben absolut Sinn. Aber wenn ich halt eben das wirklich mit, sag ich mal, mehreren tausend Anwendern und in Production haben will und halt eben solche Sachen haben will, dann ist die Plattform nicht mehr das Richtige. Und das ist genauso, wie du gesagt hast, dann muss ich den Use-Case angucken und muss sagen, okay, wie strukturiere ich denn eigentlich meine ganzen AI-Applikationen, die jetzt halt eben kommen werden, so, ne, dass ich sie halt eben auch wirklich produktiv nutzen kann. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar müssen sich Geschäftsführer Sorgen machen über die Arbeitsplatzsicherheit von ihren Mitarbeitern, wenn doch diese KI jetzt kommt. Was ist denn deine Meinung dazu? Absolut nicht. Also wir bräuchten sogar noch mehr KI, um halt eben das, was uns, also ich habe jetzt noch, wenn was diese Woche, habe ich noch einen Podcast gehört, dass wir seit 6 Jahren oder 7 Jahren keinen Produktivitätsfortschritt mehr in Deutschland haben. Das ist natürlich erschreckend. Kein Produktivitätsfortschritt bedeutet, ne, beim Weggang von Arbeitskräften, dass, also beim Ausscheiden von Arbeitskräften, jetzt der Babyboomer, dass ich natürlich überhaupt gar nicht mehr leistungsfähig bin als Wirtschaft. Ich meinte das eingangs, wir haben unheimliche Probleme, qualifizierte Menschen halt überhaupt zu bekommen, ne, denen dann auch noch diese hohen Gehälter zu zahlen. Das heißt, die Jobs werden sich verändern. Ne, das Beispiel des Hufschmieds brauche ich halt auch nicht mehr. Ne, wer konnte sich das damals halt eben vorstellen, sondern es wird halt eben andere, die Jobs werden sich halt eben wandeln. Und Menschen werden halt eben jetzt zunehmend also zum einen werden repetitive Tätigkeiten von der KI übernommen. Das heißt, der Einzelne wird produktiver, er muss sich halt eben nicht mehr um das Repetitive kümmern. Das schafft Freiräume, um halt eben kreativer zu werden und die Prozesse halt eben noch zu verbessern. Und diese Prozessverbesserung führt zu einer erhöhten Produktivität des einzelnen Unternehmens. Und wird halt eben dazu führen, dass die Jobs eben nicht obsolet werden. Also typisches Beispiel ist, wir werden jetzt mit der KI die Möglichkeit haben, Märkte zu bearbeiten, für die ich vorher keine Mitarbeiter hatte. Also die KI wird in der Lage sein, sag ich mal, bei Unternehmen anzurufen, denen E-Mails zu schreiben, zu interagieren mit Neukunden in Sprachen, die keiner von uns im Unternehmen oder die keiner in den Unternehmen halt eben spricht. So, und das heißt, ne, dass ich darüber die Möglichkeit habe, meinen Aktionsradius halt eben auch im B2B-Bereich total genial zu erweitern und dadurch dann einfach mehr Arbeit wieder in die Produktion habe, weniger Overhead und dadurch dann auch entsprechend die Produktivität steigern kann. Ich stimme dir total zu. Und deswegen bin ich auch echt froh, dass dein Unternehmen, unser Unternehmen, wir auch dabei helfen, Deutschland ein bisschen digitaler zu machen und die KI-Tools beizubringen, zu enablen, zu digitalisieren, damit Deutschland eben auch wettbewerbsfähig bleibt und Deutschland ein starkes Produktionsland, Industrieland ist mit diesen neuen Technologien, sei es Cloud, sei es IT, sei es KI, dass wir einfach diese Tools nehmen und nutzen und dann auch produktiv in Deutschland bleiben. Wenn wir mal ein Unternehmen anschauen,
Ich habe noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Thema KI. Ich stehe ganz am Anfang. Ich bekomme es nur in den Medien mit. ChatGPT, generative KI, andere Produktionsvorstände nutzen jetzt auch KI. Was sind denn Tipps für diese Person, die ersten ein, zwei, drei Schritte zu gehen? Wie würdest du da vorgehen? Bei dir oder bei mir anrufen. Nein, Perfekt. Scherz beiseite. Also einfach ausprobieren. Also es ist, also man muss wirklich in Anführungszeichen keine Angst davor haben, sondern wenn man gute Lösungen hat, ne, die halt eben nach hinten raus halt eben absichert, dann möglichst vielen Menschen im Unternehmen zur Verfügung stellen, konkrete Use Cases erarbeiten. Es gibt da ja ganz, gibt da ganz viele, sei es Market Research im Vertrieb, sei es das Schreiben von Unterlagen oder die Verbesserung von Unterlagen in der Personalabteilung, sei es Marketing, also auch B2B-Marketing. Stellen wir mal ein Marketing-Schedule auf. Was kann ich halt eben dann, ne, an Podcasts zum Beispiel machen? Wirf mal halt eben Themen aus. Das heißt, für den Geschäftsführer Wettbewerbsanalysen, Auswertungen von Zahlen. Also es gibt unzählig viele Beispiele. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist wirklich den Menschen die Tools zur Verfügung zu stellen, sodass sie halt eben dann das einfach mal selber ausprobieren können. Und dabei sind ein paar Regeln zu beachten, dass man halt eben Konzepte nimmt, wie halt eben GPTs/Agenten, die halt eben feste Rollen halt eben einnehmen und damit dann halt eben dann schon von Tag 1 die Usage halt eben zu erhöhen. Also das ist immer unser primärer Fokus, dass wir die Nutzung, und sei es nur für die Rede zum 70. Geburtstag, ne, der Großtante, dass wir forcieren, dass die Technologie genutzt wird, weil darüber ergeben sich dann halt eben die Use Cases. Einfach anfangen. Einfach anfangen ist ein guter Appell. Ich denke, nicht alles auf einmal machen, einfach Schritt für Schritt Use Cases entwickeln, erarbeiten, priorisieren, einfach mal mit dem ersten starten, die Tools den Mitarbeitern einfach mal in die Hand geben. Und ich habe gemerkt, die Mitarbeiter können das dann und sind echt sehr produktiv, kreativ. Und sie kommen dann zu dir, zu mir, zu den Abteilungsleitern mit weiteren Ideen und Use Cases, um das Geschäft voranzubringen. Also ich glaube schon, dass die Mitarbeiter durch die Nutzung dann auch eigene Ideen haben, wie das ganze Geschäft vorankommt. Also einfach mal mit kleinen Schritten starten. Also vor allen Dingen, weil die Nutzung halt eben auch höchst unterschiedlich ist. Ich habe einen Mitarbeiter zum Beispiel, der Probleme quasi also nicht mit der Rechtschreibung hat, ne, oder beziehungsweise nicht so flüssig halt eben, können ja auch die wenigsten. Also das, ne, wär, also und der aber unheimlich viele super Ideen hat. Und jetzt haben wir zum Beispiel SharePoint als Intranet, ne, bei uns, und der ist, seitdem er ChatGPT hat, natürlich kann er seine Ideen noch da reingeben und dann schreibt er quasi die internen Posts mit ChatGPT, gar kein Problem, lässt das korrigieren und hat so natürlich, ne, hat er einmal im Monat was geschrieben oder gepostet, weil das halt eben so lange gedauert hat für ihn, ne, und jetzt macht er jede Woche, alle 2, 3 Tage macht er was. Und das ist natürlich das, was diese Tools so gut macht für den Einzelnen. Er kann jetzt halt eben hingehen und die Schwächen, die man unter Umständen hat, kann man kompensieren mit dem Einsatz von KI, und dadurch halt eben stärken, stärken. Das ist. Und dazu müssen die Menschen halt eben anfangen, damit zu arbeiten. Damit, ich würde sagen, stärken, stärken, KI nutzen, Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, Use Cases evaluieren. Ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, um die Produktivitätsleistung in Deutschland wieder zu erhöhen. Und die Technologien sind ja jetzt da. Ich würde sagen, einfach mal starten mit einem Enablement-Workshop, mit kleinen POCs, die ersten Schritte gehen und dann wird man auch immer besser und besser. Daniel, damit danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir gehen mal in die Runde 2, dann können wir ein bisschen tiefer in Track-Technologien einsteigen. Danke dir.